Hallo zusammen, herzlich willkommen zu diesem Vlog, der leider ein kleines Problem hat. Er ist nämlich ziemlich inhaltsarm und deshalb will ich gar nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieses Video hier eigentlich nur ein Füller ist, da wir momentan nichts anderes haben. Grund dafür sind einige, naja, Unplanmäßigkeiten, würde ich es mal nennen, über die ich jetzt leider nicht wirklich im Detail reden kann. Das sind auch verschiedene Faktoren. Einer der Faktoren ist aber zum Beispiel, darüber kann ich reden, das Spiel mal wieder länger braucht, als ich gedacht habe. Ich bin langsam echt froh, einfach nur froh, wenn es vorbei ist. Es ist gerade momentan etwas holprig, sagen wir mal. Aber wenn alles glatt läuft, werdet ihr in einer Woche die letzte Folge Spiel mal wieder sehen. Und ich bin mal gespannt, wie sie bei euch ankommt, denn es ist eine sehr ungewöhnliche Folge. Ja, ich bin relativ sicher, dass einige das wahrscheinlich nicht gefallen, aber ich bin der Meinung, es ist der beste Abschluss für die Reihe. Ich musste mir einfach die Zeit für die Story nehmen und deshalb, ich kann es ja schon mal sagen, werden wir in der letzten Folge von Spiel mal wieder auch kein Spiel vorstellen. Was nicht heißt, dass es thematisch überhaupt nichts mit Videospielen zu tun hat. Natürlich hat es was mit Videospielen zu tun, aber es geht nicht um ein Spiel. Ich stelle da kein Spiel vor. Was ja doch etwas ungewöhnlich ist. Aber falls euch das nicht gefallen sollte, keine Sorge, Martins Spielraum steht ja auch vor der Tür, da habe ich das Drehbuch auch fertig geschrieben und es wird dann hoffentlich auch relativ schnell losgehen, denn da ist der Drehaufwand etwas geringer, wobei auch nicht zu unterschätzen. Und ja, ich möchte noch nicht verraten, um was es thematisch geht, aber es könnte sein, dass ich diese Kappe dabei trage. Aus gegebenem Anlass. Denkt mal drüber nach. Naja, wer darüber nachdenken muss, ich will ja keinen beleidigen, aber das war offensichtlich, oder? Jetzt ist nur die Frage, welches. Es gibt da übrigens ein Thema, über das ich schon lange reden wollte. Vielleicht werden es einige wissen. Dann, genau, darüber werde ich reden. Ach, seid einfach gespannt drauf. Ich erzähle hier nur Scheiße. Ja, dann ein Thema, das schon die ganze Zeit irgendwie präsent ist. Denn ich trage ja momentan hier dieses... Ah, jetzt kann ich auch mal mein T-Shirt zeigen. Das macht wahrscheinlich gerade total die komischen Geräusche. Aber nochmal, Firefly for the win. Wie dem auch sei, dieses kleine Mikrofon ist neu und ich habe schon natürlich eine Testaufnahme gemacht und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es besser, gleich gut oder schlechter ist als ohne. Deshalb überlasse ich die Entscheidung euch. Das heißt, ihr werdet jetzt noch einen kurzen Clip sehen, so zum Vergleich, wo ich ohne dieses Mikrofon rede, also direkt in das Kameramikrofon. Und ja, dann sagt ihr mir einfach, was ihr besser findet. Und dann werde ich das in Zukunft dementsprechend, ne, machen. Denn wie gesagt, ich bin da wirklich komplett unentschlossen. Ich weiß es nicht. Also, Achtung, jetzt kommt der Clip. So, jetzt rede ich ohne Mikrofon. Und ich verstelle meine Tonlage, was vielleicht verwirrend sein könnte. Deshalb rede ich lieber wieder normal. Mein Gott, in diesem Vlog rede ich aber auch viel Stuss. Aber gut, wenn man keine Themen hat. Was soll man machen? Da muss man eben mal Stuss reden, ne? Ich glaube, das sollte reichen als Vergleich. Hoffe ich. Und da bin ich wieder. Wieder mit dem Mikrofon. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, von diesem Mikrofon. Ja, jetzt habe ich nur noch ein kleines Thema. Wie gesagt, so viele Themen habe ich gar nicht. Und das ist die Nintendo Show. Da werden Mario und ich über den Super Mario Overkill reden. Beziehungsweise, wir werden uns der Frage stellen, gibt es ihn oder gibt es ihn nicht? Denn aktuell kommen ja doch etwas mehr Mario-Spiele raus, als das üblich ist. Einige haben ja immer schon, naja, den Unkenruf getätigt, dass Mario ein bisschen, naja, ausgelutscht wird, dass die Kuh ein bisschen gemolken wird. Aber aktuell ist das dann doch etwas begründeter als sonst immer, wo ich es immer mit einem Lächeln abgetan habe. Und wir reden in der Nintendo Show darüber, ist das denn jetzt so? Kommen aktuell zu viele Mario-Spiele raus? Sollte Nintendo vielleicht lieber etwas anderes entwickeln? Oder ist das absolut in Ordnung und jeder sollte sich freuen, dass dieses Jahr ein Mario für den DS, nee, 3DS und für die Wii U rausgekommen sind? Also zwei. Ist doch super, toll. Warum immer meckern? Und dazu interessiert uns auch eure Meinung. Das heißt, falls ihr Bock habt, euch an der Show zu beteiligen, dann schickt doch ein kurzes Audiokommentar, aufgenommen mit einem Mikrofon eurer Wahl. Die Tonqualität kann ruhig schlecht sein, Hauptsache man versteht euch. Und sagt uns in maximal 2 Minuten, aber eigentlich lieber in einer,
was ihr von der Sache haltet. Denkt ihr, es sind zu viele Mario-Spiele momentan? Sollte Nintendo etwas anderes entwickeln? Oder denkt ihr, ist doch absolut super, ich freue mich auf beide Mario-Spiele, beziehungsweise ich habe es mir auf dem 3DS schon gekauft oder werde es mir noch kaufen und auf das Wii U Mario freue ich mich auch und ist alles super. Was auch immer eure Meinung dazu ist, nehmt sie auf, schickt sie uns und ihr habt die Chance, in der Tendo-Show zu sein. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Ich verabschiede mich drückt mir die Daumen, dass am Freitag, also in einer Woche, Spiel mal wieder online geht. Denn ich bin echt heiß auf das Ende und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Und schaltet auch am Montag bei Tendo TV ein, denn dann gibt es auch wieder ein richtiges Video und zwar von Mario eben. Und der macht in seinem Marios Eindruck ich bin gerade überfragt, ist es ein 3DS-Ware-Spiel? Keine Ahnung. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich habe von dem Spiel vorher noch nie gehört. Mario sagt aber, es ist toll, also freut euch auf einen Marius-Eindruck zu einem tollen Spiel, auf welcher Plattform auch immer. Mir fällt auch gerade der Name nicht ein, deshalb müsst ihr einfach am Montag einschalten. Wohl oder übel. Bis dann, euer Martin. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr vom Mikrofon haltet. Ciao. Ich habe doch noch ein Thema. Und ich habe schon das Licht abgebaut und falle Pseudo cool ins Bild. Was auch immer. Ich möchte euch nochmal auf Tendo Talente hinweisen, denn unser kleiner, feiner Kanal mit den jungen Nachwuchstalenten von Tendo ist jetzt wieder am Laufen und es kommen wieder regelmäßig Videos online, ab jetzt jeden Mittwoch, wenn nicht mal was dazwischen kommt, so wie heute bei Tendo TV. Und ich wäre echt dankbar, wenn ihr auch da mal reinschauen würdet und den Jungs Feedback dalassen würdet, denn dafür ist der ganze Schmarrn ja da. Ne? Und ich denke, auch die machen ganz unterhaltsame Videos, meine persönliche Meinung, also lohnt es sich auch für euch. Ja, ach so, und noch was. Mensch, der Mario, der hat echt viele Themen für mich gerade noch spontan mir rüber posaunt. Nämlich... Freut euch auf Halloween, schaut da vielleicht mal auf tendo.de vorbei, denn es könnte sein, dass wir ein Gewinnspiel haben werden. Zu Darksiders, also 2. Vielleicht lüge ich auch, aber das müsst ihr jetzt selber rausfinden. Einfach Halloween Tendo ansurfen. Ja, das war's. Aber jetzt wirklich.